Willkommen zu einer weiteren Folge von Monis Magical Vlog. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Monis Magical Vlog. Ja, es ist ewig her, dass ich mal einfach so gevloggt habe, aber diese Woche ist ja ganz besonders. Und zwar, ja, ziehe ich in die Schweiz. Diese Woche. Heute ist Montag und ich nehme euch in diese Woche mit in meine Auswanderwoche. Und ja, zeige euch, welche Hürden ich hier noch zu bewältigen habe in Deutschland, welche mich in der Schweiz erwarten, wie mein erster Tag war im Job und so weiter und so fort. Also ich nehme euch mit. Heute ist Montagnachmittag und ich war gerade beschäftigt, eure Pakete einzupacken vom Mitbringservice und vom Insta-Sale, die noch alle zur Post zu bringen, damit ich das schon mal aus den Füßen habe. Heute hatte ich noch Homeoffice, morgen, also Dienstag und Mittwoch sind meine letzten zwei Arbeitstage. Da muss ich dann auch ins Büro fahren und vor Ort sein. Muss auch dann meine Homeoffice-Sachen abbauen später noch. Die muss ich natürlich dem Arbeitgeber zurückgeben. Und am Mittwoch dann natürlich Handy, Laptop und so weiter. Ja, und Mittwochnachmittag geht es dann mit meinem Auto in die Schweiz. Da muss ich auch noch komplett das Auto befüllen. Habe aber aktuell noch das Auto von meiner Mutter, weil mein Auto noch zur Inspektion und zum Ölwechsel musste. Das wollte ich jetzt auch noch hier erledigen. Ach ja, hier seht ihr noch in meinem Equipment. Ich habe noch den Haul gedreht für euch heute, dass der am Sonntag online kommt. Muss das Chaos noch bewältigen. Also so viel zu tun tatsächlich. Aber ja, koche mir gerade ein paar Nudeln, weil ich sonst aktuell nicht mehr viel im Kühlschrank habe. Möchte auch nicht mehr einkaufen gehen. Oh, naja, ich fahre jetzt gleich zur Post, bringe die Pakete weg. Dann treffe ich noch mich kurz mit meiner Mutter. Wir müssen das Auto tauschen und gehe noch in einen Weihnachtsladen, in den wir jedes Jahr gehen, und zwar in Mendig. Ist ein super süßer Weihnachtsladen und der hat super tolle Weihnachtsdeko. Ich werde dieses Jahr ja nicht dekorieren. Ich habe ja mit meinem Freund verhandelt, dass ich einen Weihnachtsstern mitnehmen darf fürs Fenster. Das ist der hier. Da. Einen darf ich mir auf das Fensterbrett stellen, hat er gesagt. Ansonsten nichts. Meine Weihnachtsdeko ist auch alles eingepackt. Hier habe ich schon DIY noch für euch angefangen, was ich auch noch nicht fertig bekommen habe. Das muss ich in der Schweiz dann zu Ende drehen. Ich sage euch, also die letzten zwei Wochen mega stressig. Ich bin froh, wenn ich in der Schweiz ankomme und einen neuen Job und dann das erste Wochenende ist und ich ein bisschen entspannen kann. Aber bis dahin ist noch richtig viel zu tun. Ach ja, was ich vergessen habe, ich muss heute Abend noch Kuchen backen. Morgen für meinen Ausstand auf der Arbeit. Eine andere Kollegin wechselt den Bereich. Ich verlasse ja das Unternehmen. Wir machen zusammen morgen Ausstand. Es gibt Sekt, Kuchen, Snacks, ich mache noch einen Dip, Curry-Dattel-Dip im Thermomix und einen schnellen Käsekuchen im Thermomix mache ich dann später heute noch, wenn ich zurückkomme. Da zeige ich euch ein bisschen was, wie es dann aussieht und so. Ja, shame on me, ich habe euch nicht gezeigt, wie ich den Kuchen gebacken habe. Aber so sieht er aus, der Käsekuchen ohne Boden, das ist das Rezept aus dem Cookie-Dough. Und zwar heißt es einfach nur Käsekuchen. Einfach 10 Minuten, 1,5 Stunden, man braucht Butter, Weizengrieß, Zucker, 4 Eier, Vanillepuddingpulver, Vanillezucker, Backpulver, Magerquark und Mandeln. Dann schmeißt man alles in den Thermomix nacheinander, verrührt es und schmeißt es in die Form und macht noch Mandeln oben drauf. Und das war's im Prinzip. Ja, er ist jetzt ein bisschen zusammengefallen, aber das ist, denke ich mal, normal. Ich bin jetzt nicht die größte Bäckerin, ne? Ich hoffe, er schmeckt. Ich kann jetzt leider nicht probieren, aber wir werden sehen, was die Arbeitskollegen morgen sagen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist Dienstag, mein vorletzter Arbeitstag. Ist schon gestern, meinte schon meine Chefin, was mache ich denn ohne dich? Ja, man muss dazu sagen, ich bin aktuell noch in einer Analystenrolle, also sozusagen Data Analyst. Muss ganz viele Number Crunching Sachen machen, ne? Also Analysen, verschiedene Zahlen in Excel, in Power BI und so weiter. Das ist aktuell so mein Job gewesen. Und am 1. Dezember ist ein großer Tag. Muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall ist ein wichtiger Tag, wo man halt ganz viele Zahlen analysieren muss. Und meine Nachfolgerin ist natürlich, es gibt eine Nachfolgerin, aber die ist halt noch nicht so drin in diesem Power BI und so weiter. Ich habe mir das halt dieses Jahr alles selbst beigebracht und mittlerweile bin ich richtig gut drin geworden und verstehe das Tool. Und meine Nachfolger natürlich noch nicht so ganz. Ja, deswegen
Mein Chef gesagt, was mache ich denn nur ohne dich ab 1. Dezember? Ja, dann, wenn man sowas hört, dann fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, dann wieder zu gehen. Aber ist jetzt so entschieden und so ist es leider. Ja, Käsekuchen ist fertig. Pizzabrötchen habe ich heute Morgen noch gebacken. Also nicht selbst, ne? Also ich habe jetzt hier so fertige im Supermarkt gekauft und einfach in den Ofen geschoben. Den Dip habe ich gestern noch gemacht. Curry-Dattel-Dip, einfach auch aus dem Thermomix-Rezept. Ja, Sekt ist im Auto, Orangensaft. Mein Homeoffice habe ich gestern auch schon abgebaut. Alles leer. Nehme ich jetzt auch heute mit. Ja, so langsam leert sich. Bin gespannt, freue mich auf den Tag. Und ja, morgen ist ja dann der letzte Arbeitstag. Ich zeige euch, also ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was später zeigen von dem, was es so zu essen gibt. Meine Kollegin, wie gesagt, macht Muffins und noch einen anderen Dip. Und ja, 2 Tage noch. Also das Licht ist ja gerade schrecklich, aber ich stehe gerade im Stau und es bewegt sich nicht weiter. Deswegen dachte ich, quatsch mal kurz. Ja, mein vorletzter Arbeitstag ist vorbei. Ihr habt gesehen, es gab einen Abschied. Es gab ein Abschiedsessen. Sekt, O-Saft und so weiter. Kuchen. Es wurde alles gegessen. War sehr, sehr lecker. Es gab auch ein Abschiedsgeschenk. Das zeige ich euch, wenn ich zu Hause bin. Bei einigen Kollegen musste ich mich dann heute schon verabschieden, weil die morgen nicht im Büro sind. Ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der Emotionen nach außen hin zeigt, aber es war schon ein bisschen emotional. Ja, ich zeige euch jetzt das Abschiedsgeschenk. Es ist der letzte Tag. Hier steht alles voll, was noch ins Auto geladen werden muss gleich. Und dann geht es zu meinem letzten Arbeitstag. Aber ich zeige euch jetzt mal, was hier alles drin ist. Und zwar ein Minimaus-Pullover. Und sie haben extra dazu gesagt, dass ich ihn nicht beim Insta-Sale verkaufen darf, weil folgen mir auch einige auf Instagram von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und genau, den darf ich nicht verkaufen beim Insta-Sale. Dann gibt es einige Leckereien aus Bonn, damit ich meine Heimat nicht vergesse. Rheinland-Honig habe ich hier. Es gibt aber auch Schweizer Spezialitäten, die kenne ich gar nicht. Toggenburger, anscheinend Butterkekse. Hier gibt es auch noch so eine Süßigkeit aus der Schweiz. Haribo natürlich, passend zu Bonn. Und ich liebe Haribo. Was haben wir hier? Ich glaube, eine Kerze. Ja, eine Kerze. Ich habe noch selbst gar nicht richtig reingeguckt. Ach, riecht sehr winterlich, auf jeden Fall sehr schön. Dann gab es eine Karte, da ist auch noch was drin, aber das zeige ich euch nicht. Und dann gab es Pralinen aus Bonn. Ein DHL-Handtuch, das packe ich jetzt nicht aus, weil das so schön da unten eingeklemmt ist. Damit ich natürlich auch typisch deutsch mir immer ein Handtuch reservieren kann im Urlaub. Oder wenn ich die Firma vermisse beim Duschen in der Schweiz, kann ich das Handtuch natürlich auch benutzen. Und dann richtig schön eine selbstgemachte Karte. Ja. Deutschland, DHL, der Mickey geht über die Berge in die Schweiz. Richtig süß. Ja, haben sich richtig viel Mühe gegeben. Sehr personalisiert, also finde ich richtig toll. Ja, da fällt der Abschied heute wahrscheinlich noch schwerer, obwohl er gestern schon bei einigen sehr schwer gefallen ist. Alpenkekse, da steht's ja. Ja, jetzt geht's los. Alles ins Auto packen und auf zum letzten Arbeitstag. Ja, nach, ich weiß nicht, über 7 Jahren, ob es jetzt schon 7 Jahre war, ich weiß gar nicht mehr, verlasse ich jetzt den gelben Konzern. Ja, das war dann mein letzter Arbeitstag. Ich steige ins Auto und fahre in die Schweiz und werde von gelb auf pink wechseln. Dazu seht ihr dann morgen mehr. Jetzt geht es erstmal ins Auto. 6 Stunden Fahrt stehen vor mir, ohne Stau. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall fiel der Abschied sehr schwer. Weil ich habe mich schon sehr wohl gefühlt hier im Konzern und auch im Team. Alle super nett. Also ja, aber ich freue mich jetzt auf einen neuen aufregenden Start in der Schweiz und bei einer ganz neuen Firma. Nach 6,5 Stunden bin ich dann auch in Zürich angekommen. Ihr seht, es ist dunkel. Ja, von Bonn mit, also ja, 6 Stunden 15 habe ich gebraucht. Mit Stau, mit Baustellen, mit Straßensperrungen, hatte alles dabei. Und auch der Zoll wollte mal kurz Hallo sagen. Der Schweizer Zoll an der Grenze. Mein Auto war halt bis oben hin vollgepackt. Mir war schon fast klar, dass er mich anhält.
hat halt gefragt, ne, wo es hingeht und so weiter. Wollte dann wissen, ob ich was dabei habe, was, ne, also alkoholisches oder Fleisch. Man darf ja in die Schweiz nur 1 Kilo Fleisch einführen und halt 1 Liter Alkohol. Habe ich gesagt, ja, ich habe eine Flasche Jack Daniels dabei für meinen Freund und Leberwurst für meinen Freund. Und er so, ja, aber Leberwurst unter 1 Kilo? Ich so, ja, kann ich Ihnen ja gerne zeigen. Er so, nee, Führerschein, Personalausweis. War dann alles okay, ich musste mein Auto nicht ausräumen, zum Glück. Das wäre ein Akt gewesen, ich sag's euch, wenn ich vom Zoll alles aus hätte, da wäre ich wahrscheinlich in 3 Stunden noch nicht mal zurück mit Einpacken und so. Aber er hätte halt sowas gefunden wie Thermomix, 5 verschiedene Winterjacken, keine Ahnung, 10 Paar Schuhe. Sowas hätte der Zoll halt gefunden. Klamotten, ja, was noch? Also halt alles, was ich halt so in den nächsten Wochen brauche, bis ich halt wieder in Deutschland bin. Ja, jetzt laufe ich zurück. Ich habe mein Auto gerade geparkt. Das parkt auf dem Parkplatz von meinem Freund, wo das vorher stand, das Auto. Mein Freund hat sich jetzt einen Parkplatz um die Ecke gemietet, damit ich nicht so weit laufen muss und sein Auto für die Arbeit nehmen kann. Genau, deswegen steht meins halt 20 Minuten entfernt. Ich laufe jetzt gerade zurück und dann geht's duschen und ab ins Bett, denn morgen muss ich richtig früh raus. Ich fahre ja knapp schon 1 Stunde, kommt noch an, ich bin halt noch nie zur Berufsverkehrszeit auf die Arbeit gefahren, also ne, nach Zug muss ich, so heißt die Stadt. Ja, deswegen will ich früh genug losfahren und muss dementsprechend auch früh aufstehen. Geplant ist 6:30, also spätestens 7:15, spätestens, allerspätestens, losfahre und dass ich auch dann dass ich gegen 8 dann da bin, weil mir wurde gesagt so, ja, die meisten trudeln so zwischen 8 und 8:30 ein, ist okay, lieber früher als zu spät, ne? Ersten Tag sollte man schon nicht schlechten Eindruck hinterlassen und ich muss ja die Tage mich ja noch anmelden bei der Stadt, dafür habe ich einen Termin am Montag und dann komme ich dann später auf die Arbeit, das heißt, ich kann schon mal so bisschen mehr arbeiten, dass ich das am Montag dann wieder aufholen kann, wenn ich dann später auf die Arbeit komme. Ihr wisst ja, was ich meine. So, mein Schaden zu den Abfall. Bisschen frisch hier. Ja, wie gesagt, ich laufe jetzt zurück, duschen, ab ins Bett. Mein Freund freut sich, dass ich hier bin. Am Wochenende wollen wir auch nach Konstanz fahren, an den Bodensee, auf den Weihnachtsmarkt gehen, einkaufen. Und ja, komme ich auf jeden Fall wieder, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Bis Weihnachten hocken wir jetzt erstmal beieinander. Was auch eine Umstellung ist tatsächlich, weil ja, wir haben das schon mal 2,5 bis 3 Jahre, glaube ich, waren es, zusammen gewohnt. So roundabout. Und jetzt halt wieder 2,5 Jahre nicht mehr und haben uns nur einmal im Monat gesehen. Dann halt immer für 1 Woche, aber es wird auf jeden Fall wieder eine Umstellung sein, sich jeden Tag zu sehen. Aber wir haben jetzt schon alles gehandelt, das kriegen wir jetzt auch schon hin. So, dann melde ich mich morgen bei euch, zeige euch vielleicht ein bisschen was von meinem neuen Arbeitsplatz, mal gucken, wie viel Zeit ich haben werde und berichte euch natürlich morgen, wie es war. Also, gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben 6:30, kurz nach 6:30. Ich laufe jetzt zum Auto, hole mir noch was beim Brezelkönig, weil normalerweise will ich mir Frühstück machen, jeden Tag was zu kaufen ist hier einfach unglaublich teuer, obwohl ich Brezelkönig ja liebe. Ja, aber jetzt hole ich mir was, liegt auf dem Weg und dann geht's los. Ich bin mal gespannt, wie lange ich zur Arbeit brauche und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, ich habe sehr gut kalkuliert. Ich bin viel zu früh, es ist 7:30. Ich sollte so zwischen 8 und 8:30 da sein, aber Moment, jetzt ruft jemand. Ja, das war meine neue Arbeitskollegin. Wir haben uns ja schon mal vorher kennengelernt und sind auch echt, verstehen uns jetzt schon echt gut. Also ich freue mich drauf. Wie gesagt, bin viel zu früh. Meistens ist sie auch sehr früh da, deswegen habe ich ihr schon geschrieben. Aber sie ist jetzt wohl noch bei Lidl, wo ich hinfahren soll. Mal gucken, wie weit das jetzt entfernt ist. Ich guck mal. Ansonsten warte ich einfach hier. Genau, also wie gesagt, ich fahre ja antizyklisch. Ich fahre ja aus Zürich raus. Der Stau war halt nach Zürich rein. Habe jetzt 45 Minuten gebraucht, exakt. Also richtig gut. Ich hätte mehr erwartet. Und ich freue mich auf den Tag, bin sehr gespannt und ja, mein Herz wird von gelb zu pink. You could lie, lying only buys you so much time. You could hurt, but hurting's never gonna make it
you could shake. Try and shake it off all you can. You might fake. It's never gonna. Auf dem Weg wieder von der Garage zurück zu der Wohnung von meinem Freund oder jetzt in unserer Wohnung, meinem neuen Zuhause, wie man das mal nennen möchte. Das ist noch ein bisschen komisch für mich. Es sind mittlerweile 2 Arbeitstage vergangen. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr zurückgemeldet und dachte, ich mache das heute. Wir haben nämlich jetzt mein Auto ausgeladen, den ganzen Krempel. Das ist echt anstrengend war. Und mein Freund guckt jetzt Fußball. Heute spielt nämlich die Schweiz. WM. Da bin ich raus. Er hat mit mir ausgeladen, ich habe das Auto alleine weggebracht und laufe jetzt zurück. Laufen tut mir schon ein bisschen gut, weil irgendwie komme ich gar nicht raus aus dem Büro. Muss man auch vornehmen, in der Mittagspause da mal so eine Runde zu drehen. Auch im Büro ist 12 Millionen Grad drin. Also ich bin ja echt eine Frostbeule. Ne? Aber es ist so heiß in dem Büro. Ich hatte morgens einen dicken, weißen Woll. Kragenpullover an, weil ne, ich mag sowas im Winter und normalerweise, wie gesagt, bin ich nur Frostborn. Ich hätte nur 2 Outfits für die beiden Tage eingepackt. Ich bin halt angeschmolzen. Die haben da so eine heiße Raumtemperatur und wenn man das Fenster aufmacht, ich würde nach 5 Minuten machen alle wieder zu. Oh, wenn man jede Gelegenheit nutzt, wenn die alle weg sind, alle Fenster aufzumachen, weil es ist so warm. Die heizen da wie die Blöden. Ist hier nicht so ein Thema wie bei uns. In Deutschland gewesen. Oder ist hier nicht so ein Thema? Ja, wie waren meine ersten 2 Arbeitstage? Auf jeden Fall sehr interessant. Hab so einen kleinen Einblick schon in das Ganze bekommen. Social Media Kanäle mir natürlich schon mal angeguckt. Muss mir jetzt ein neues Konzept ausdenken, weil die wollen im Prinzip von neu anfangen auf Social Media. Aber genaueres gibt es dann noch, was nächstes Jahr noch so kommt. Darüber darf ich natürlich noch nicht reden. Aber wie gesagt, muss mir erstmal ein Konzept überlegen. Zielgruppe, was wird wo gepostet? Welcher Content läuft wo? Natürlich was ausprobieren, Content produzieren. So, das sind erstmal so meine Hauptkernaufgaben. Und ja, muss man natürlich erstmal das Business kennenlernen. Was läuft so, was gibt so, was steht an? Aber das ist ja normal, dass man sich erstmal einarbeiten muss. Ich kann jetzt nicht von 0 auf 100 da anfangen zu posten und ne, ich muss erstmal das Business kennenlernen. Ja, also war wirklich super. Sehr lange Arbeitstage. Ich habe ja eine Arbeitsstundenwoche von 42,5 Stunden vertraglich geregelt, also 8,5 Stunden pro Tag ohne Pause. Weil die letzten 2 Tage, heute war ich noch früher im Büro, um 7, weil ich so früh wach war. Und bin dann heute, glaube ich, kurz nach 5 gegangen. Ja, also sind sehr lange Tage, denn mit Anfahrt und so, heute habe ich fast eine Stunde habe ich heute zurückgebracht im Auto. Ja, dann heute Abend noch gekocht, HelloFresh, Auto ausgeräumt, jetzt bin ich echt platt. Also ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist. Wir werden morgen auch nicht zum Bodensee fahren nach Konstanz, sondern morgen muss der ganze Krempel, den wir jetzt einfach in den Flur gestellt haben, ausgeräumt werden, ordentlich, müssen die Schränke bei meinem Freund ein bisschen aufräumen, Platz schaffen, dass ich da meinen Kram unterbringen kann. Ja, also morgen wird das ganze Chaos beseitigt und bin auch froh, um dann ein bisschen zu chillen. Ich muss Videos schneiden und haben der Haul für Sonntag muss auch noch geschnitten werden für nächste Woche. Die Videos müssen auch noch vorbereitet werden, dass der Content steht, weil wenn ich dann arbeite unter der Woche, werde ich kaum für sowas Zeit haben. Ich versuche dann auch schon für TikTok was vorzubereiten und eventuell Instagram-Posts und sowas. Es geht ja alles. Mal gucken. Ansonsten wird nur gechillt. Wednesday muss ich gerne mal anfangen auf Netflix. Das wird ja gerade so gehypt. Und am Montag muss ich mich anmelden. Habe einen Termin für Montag bekommen. Denn eigentlich wollte ich es heute machen, aber als ich den Termin gemacht habe, habe ich erst um 10:30 einen Termin gesehen. Und das war halt zu spät gewesen. Danach zur Arbeit zu fahren und so, da wäre ich um so um 12 da, das hat keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich Montag den Termin gemacht. 8:30 werde ich mich dann hier anmelden, kann ich auch ein bisschen länger schlafen am Montag. Und werde dann ins Büro fahren, werde dann nämlich schon länger arbeiten müssen. Genau, aber die wissen Bescheid, das ist kein Problem. Gehört halt dazu, ne? Wenn man
umzieht, egal ob jetzt innerhalb der Schweiz oder von Deutschland in die Schweiz, muss man sich halt anmelden. Und das relativ schnell, innerhalb der ersten 1-2 Wochen. Aber wie gesagt, je schneller, desto besser. Dann werde ich am Dienstag ein neues Bankkonto eröffnen und dann mich um eine Krankenversicherung kümmern und alles peu à peu. Nächste Woche haben wir ja einen Feiertag. Ja, und dann übernächste Woche steht auch was ganz Tolles an. Aber das verrate ich euch noch nicht. Hat auch was mit der Arbeit zu tun, mit der Weihnachtsfeier. Es geht auf jeden Fall ins Ausland, aber wo, verrate ich euch noch nicht. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Freue mich sehr drauf. Ja, also das war so meine Auswanderwoche. Ich habe euch so ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr denn noch gerne wissen wollt, sehen wollt von der Schweiz. Soll ich euch mit mal zum Einkaufen nehmen? Wie teuer es hier so ist? Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Und dann werde ich eure Wünsche gerne umsetzen. Also es wird auf jeden Fall jetzt mehr Vlogs aus der Schweiz geben. Werde auch nächste Woche vloggen wegen der Anmeldung der Bank und so weiter. Ob das gut funktioniert hat. Ja, also nächste Woche gibt es dann noch einen Vlog. Und ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Es ist gerade dunkel, weil ich hier da lang laufe. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn euch gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns. Ich stelle mich mal kurz wieder ins Licht. So ein Spooky-Licht von unten. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.